bisschen nachdrücken mit dem, dann verschieben. Schwarzwald im Winter, 5 Grad und Dauerregen. Urlaub sieht anders aus. Die Daumen immer zu Menschen hin, damit die Ellbogen zwangsweise unten sind. So ist die Verführung groß, dass man den Arm zu sehr streckt. Und Leute, die etwas korpulenter sind, die schlagen dann direkt um. Sau anstrengend. Ja. Packen für Survival Camp. Sven Rex, Journalist. Erlaubt ist nur das Nötigste. Unterwäsche, was fehlt jetzt noch? Ein Löffel, eine Blechtasse. Sehr praktisch. Groß, da passt viel rein, hier der Teller und ein Messer. Das ist zugegeben ein bisschen Hightech, hier ist ziemlich viel dran und vor allem ist da ein Zahnstocher dabei. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber ich nehme es einfach mal mit. Keine Zahnbürste, kein Rasierschaum, kein Haargel, nur noch Mann und Natur. Ich bin noch nie irgendwie outdoor-mäßig unterwegs gewesen, also das ist eigentlich nicht mein Ding. Und ja, deshalb bin ich mal sehr gespannt, ob ich überhaupt den Regen und die Natur und die Kälte aushalte. Also Typ verweichlichter Städter mit 2 linken Händen. Raus aus der Komfortzone. Mütze, Schlafsack, jetzt kann's losgehen. Ab in den Schwarzwald. Und wie kommt man in die Wildnis? Klar, mit dem Auto. So viel Luxus ist gerade noch erlaubt. Aber dann heißt es, leben wie in der Steinzeit. Ja, es ist einfach mal eine Möglichkeit rauszukommen. Also von all den Annehmlichkeiten, die man sonst so hat, Kühlschrank und warme Bude, warmes Bett und so. Einfach mal so zurück zur Natur zu kommen, zu gehen, finde ich interessant. Also kann man so wirklich überleben, ich kann es mir kaum vorstellen. Und hier soll Sven die nächsten 6 Tage leben. Auf offenem Feuer kochen, unter Planen schlafen. Zusammen mit 7 anderen Männern. Und einer Frau. Luise, 23 Jahre und Studentin. Ich möchte später was mit Geschichte machen und hauptsächlich auch mit der europäischen Kultur. Und um zu begreifen, wie die Leute damals gelebt haben, wie sie damals getickt haben, muss man halt auch mal am besten so gelebt haben. Das heißt, irgendwie auch mal so klatschnass am Feuer sitzen und irgendwie erlegtes Wild speisen und gucken, dass man auf jeden Fall immer einen warmen Popo hat abends. 230 Euro kostet der Spaß. Überleben üben. Die meisten hier haben sowas schon mal gemacht. Außer Sven und ihm, Olli, 36, Ingenieur. Ich gehe davon aus, dass bestimmt nicht alles einfach sein wird und dass man einfach auch irgendwo sieht, ja, wo seine Grenzen bzw. wo seine Schwachstellen sind. Also ich habe eigentlich ein Problem, dass hin und wieder ich so ein bisschen Probleme mit dem Rücken habe. Und ich habe ein bisschen Bammel, dass da irgendwas schief geht, dass ich mir so im Rücken irgendwas zerre oder irgendwie so. Aber ich habe mich halt schön warm angezogen und ja, mal schauen, was es denn wird. Und er soll ihnen das Überleben in der Wildnis beibringen. Das ist gut. Und bleibt gut. Toni Lenhartz, früher Polizist, heute hauptberuflich Survival-Trainer oder kurz der Chef. Wir sind hier wirklich draußen. Und das über mehrere Tage. Also die Badewanne kann man nicht am Tag darauf nutzen. Und man hat auch nicht die Aussicht, indem man sagt, ja, dann ist die Deadline da, die ist 24 Stunden oder was. Dann mag es auch noch erträglich sein. Aber ich denke, dass bei diesen Witterungsverhältnissen die Anforderungen an die Menschen doch relativ hoch sind. Zuerst einmal der Messervergleich. Wer hat das längste? Oh, da komme ich mit meinem Schweizer Messer wahrscheinlich nicht so weit. Aber bei mir ist ein Zahnstocher dran. Genau. Und außerdem heißt es doch immer, auf die Größe kommt es nicht an. Ja, wenigstens so, falls abends einer kommt, Wildschwein oder so, da hat man nur eine Fleisch. Also wenn eine Wildsau kommt, ja, möchte ich mit dem Messer auch mit dem großen Messer nicht gegenüberstehen. Nee. Mit einer Saulanze also, vielleicht. Mit einer Saufeder. Da ist aber vorne schon so eine Klinge dran. Ne? Und da sind 2 Meter Stock dran.
Also mit dem Taschenmesser machst du beim Wildschwein gar nichts. Da solltest du einfach nur laufen und gucken, dass du hochkommst. Machst du einfach hier durch? Nein, das ist genau falsch. Oh, okay. Steckst den Daumen in die Schnur und greifst das Messer. Und dann hast du den Effekt, wenn du hackst, ja, dass es an der Hand hängt. Schluss mit lustig. Männer haben Pflichten. Reisig hacken für die Schlafunterlage. Ja, schon anstrengend, vor allem, weil jetzt der Rauch in die Augen kommt. Und ein bisschen ungewohnt. Aber das Messer ist super, sehr scharf. Also damit geht's schon locker ab. Boah, der Rauch brennt. Aber ausruhen ist nicht. Wenn alle heute Nacht weich liegen wollen, müssen noch mehr Fichtenäste her. Ich muss was ausziehen. Arbeiten. Also Sven, den drängte es direkt nach Aktivität. Und er hat in der ersten Viertelstunde schon 3 tote Bäume herbeigeschleppt, damit wir heute Nacht Feuerholz haben. Und das hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, mit dieser Vehemenz an diese, sagen wir mal, relativ groben Sachen heranzugehen. Endlich. Probe liegen auf dem Nadelbett. Ja, aber sehr gemütlich. So eine Kokoskernmatratze. Mhm, sicher. Abends am Lagerfeuer wird trotzdem die Sinnfrage gestellt. Warum tun wir uns sowas überhaupt an? Einen alltäglichen Luxus, den man hat. Von der Kaffeemaschine über den Wasserkocher bis zur heißen Dusche oder so. Das kann man, glaube ich, nach so einer Woche, schätzt man das viel mehr und sieht es nicht mehr als so selbstverständlich an. Die fallen einem sonst nicht so wirklich auf, obwohl sie wirklich auch schön sind. Aber man bewertet sie dann wieder vollkommen anders, wenn man sie dann mal ein paar Tage nicht hatte. Wenn man noch mal was Schönes erleben will, muss man eigentlich nur ein paar Tage auf ganz normale Sachen verzichten. Haben dich deine Freunde nicht für verrückt erklärt? Ja, eine Woche. Was haben die gesagt? Ja, bitte. Du bist verrückt. Als ich denen jetzt sagte, ja, ich gehe in den Wald, aber ohne Zelt und vielleicht auch ohne Schlafsack, dann haben die gesagt, du hast echt die Kappe kaputt. Gut, ich sag mal, so einen gewissen leichten Schlag muss man schon haben, um sowas hier überhaupt so in Betracht zu ziehen oder durchzuziehen. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Im freien Schlafen bei knapp über null, da ist das Lagerfeuer überlebenswichtig. Also Feuerwache schieben. Jede Stunde wird gewechselt und irgendwann, mitten in der Nacht, ist Sven dran. Er muss Brennholz holen. Das ist zwar schon geschlagen, liegt aber noch irgendwo im Wald. Nur wo? So ein Mist. Ich weiß nicht, wo die Holzdinger sind. Haben wir die denn hingelegt? Spätestens jetzt weiß Sven, warum es Schwarzwald heißt. Ein Stämmchen. Immerhin, das reicht. Wenigstens bis der nächste dran ist. 3:15. Bleiben noch etwa 3 Stunden Schlaf. Also geschlafen habe ich nicht. Aber es ist ja auch die erste Nacht. Ein kleiner Trost, die Bäckerei ist um die Ecke. Der selbstgebaute Erdofen. Das Brot ist schon fertig, ganz frisch. Das Band noch. Ist aber sehr lecker. Ein paar Rosinchen. Dazu gibt's Kräutertee von der Wiese. Und Wiese. Super. Und du schluckst die Kamille mit runter. Klar. Und viel Zeit ist ja auch nicht zum Frühstücken. Ne? Man sieht ja irgendwie, die Leute sitzen nicht alle zusammen, sondern es muss halt gearbeitet werden. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen was zu tun. Ja. Wenn wir heute Abend noch bequemer schlafen wollen als gestern, müssen wir noch einiges an Holz bewegen. Holz für die Hütten. Tonis Großprojekt, ein sogenanntes Tipi. Und schon am Mittag ist Richtfest, sozusagen. Nach rechts drehen. Das sehe ich mehr. Komm mal hier helfen, der Sven mit hochhalten. So, also. Die große Premiere. Sven hat zum ersten Mal in seinem Leben eine Axt in der Hand. Boah, ich hätte es nicht probieren sollen. Sven ist kein, sagen wir mal, kein Handwerker im eigentlichen Sinne. Und Leute, die halt einen Job haben wie er oder einen reinen Bürojob haben, denen muss ich sehr viele praktische Dinge noch von Grund auf beibringen. Selbst wie ich ein Messer halte, wenn ich mich hier über eine mit Gras bewachsene Wiese bewege, um mich nicht selbst zu gefährden. Also so weit unten muss ich anfangen.
Ich glaube, ich gehöre doch eher zu den Sammlern. Ich glaube, ich sollte mal Holz sammeln gehen. So mit dem Beil kann ich echt nicht umgehen. Aufpassen, der Chef zeigt, wie es geht. Zwei Schläge, das Holz ist durch. Jetzt wird hierauf aufgebaut. Da und da und da und da. Und Toni ist sauer, weil wir nicht genug arbeiten. Ich habe so schon ein Problem, weil wir zu wenig Tageslicht haben. Ne? Und dann diese Hemmnisse. Und heute Abend sitzen sie hier mit langen Gesichtern, nichts zu essen und frieren, weil sie kein Brandholz haben. Ich möchte aber auch nicht dauernd hier der Mahner mit dem erhobenen Zeigefinger sein. Wenigstens fürs Essen ist gesorgt. Der Jäger hat ein Reh spendiert. Der Jäger, der das Tier erlegt hat, hat einen sauberen Schuss hier angebracht. Er hat das Tier in den Kopf getroffen und hat somit kein Wildbret beschädigt. Die Lektion, Bambi weitgerecht also häuten, im Fachjargon aus der Decke schlagen. Und hier auch Innenseite Schenkel bis etwa hier zur Mitte öffnen. Aber immer dieser kreisrunde Schritt, Schnitt unterhalb des Gelenks. S'il vous plaît. Achtung, Vegetarier, jetzt besser Augen zu halten. Das ist so eine ethische Heuchelei irgendwo. Die Leute, die wollen alle ihre Bratwurst haben. Und dann zeigt man ihnen mal, wie so eine Bratwurst hergestellt wird. Und dann also ich komme jetzt hier nicht weiter, dann, wenn ihr das auf der Seite habt. Das ist egal. Und zwei Wochen später haben sie dann wieder eine Seite. Bratwurst im Mund. Das ist dann kein Problem. Wenn jeder, der Fleisch essen möchte, verpflichtet wäre, es selber zu töten und aus dem Feld zu schlagen, und würden wir deutlich weniger Fleisch verbrauchen. Voilà, es ist angerichtet. Bambi à la Survival-Art. Mm. Gespickt mit Knoblauchzehen und 3 Stunden über dem offenen Feuer geröstet. Boah, das ist mal richtig lecker. Na. Dann ein Überraschungsgast, der Förster, mit schlechten Nachrichten. Wir haben heute Nacht einen fast orkanartigen Sturm zu erwarten. Die Feuerwehr hat ihn angerufen und er ist verpflichtet, uns das mitzuteilen. Der Förster rät zum Aufbruch. Toni will bleiben. Endlich Gefahr. Denn wer Überleben übt, braucht Herausforderungen. Ich meine, die Windrichtung ist von da. Der Wind muss sich ja zuerst mal durchsetzen bis hier vorne. Wenn mal schon eine Sturmwarnung gegeben worden ist und man sich im Wald auffällt, was bei Sturm kein Vernünftiger macht, dann sollte man versuchen, dass man darauf reagiert. Nur wie reagieren? Etwa umziehen ins Hotel? Wegen so ein bisschen Wind? Wind tut nicht weh, aber Baum tut weh. Also aufgeben? Also das ist schon beängstigend, vor allem wenn man weiß, dass hier der Orkan Nota gewütet hat und ziemlich schwer gewütet hat. Da sieht man die Verwüstung ja immer noch, das ist ja schon einige Jahre her. Also ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Aber Basisdemokratie hat in der Wildnis keinen Platz. Toni entscheidet. Sturm hin oder her, die Gruppe bleibt. Sturm Ludwig hat das Camp verschont. Glück gehabt. Woanders hat der Orkan Baugerüste umgerissen. Hier trübt nur Dauerregen die Stimmung. Perfekt. Also jetzt eine Dusche, ein Bett. Ein Buch und 10 Stunden Schlaf ist ja schon das Schönste, was man sich jetzt überhaupt vorstellen kann. Oh ja, hätte ich auch sehr gern jetzt. Wer bewegt Schön sich wär's. Freiwillig überhaupt in so einem Wetter länger als vom Auto bis in ein Gebäude rein? Ja. Egal, was für Kleidung du anhast. Ja. Was mich stört, ist, dass meine komplette Hose nass ist, von oben bis unten. Es könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Wir müssen jetzt gleich in einer Viertelstunde mal richtig durchstarten. Sonst haben wir morgen die Blamage pur, wenn wir nämlich unsere Zielsetzung nicht erreicht haben. Der Unterschlupf muss fertig werden, also Bäume fällen. Mal wieder. Weil der Sturm die Arbeit nicht erledigt hat, muss jetzt eben die Axt ran. Er hat ja auch gesagt, dass sein Vater Waldarbeiter ist. Oh. So ein Survival-Camp besteht schon sehr viel aus Holz holen und Essen besorgen, oder? Holz holen, Essen besorgen, Holz holen, Essen besorgen. Ohne Feuer läuft nichts, ne? Keine Wärme, kein Essen. Und ohne Arbeit kein Tipi. Die Behausung muss mit ausgestochenen Wiesenstücken abgedichtet werden. Ein Tipp, wenn du einstichst, halt den nicht hier oben. Es gibt nur Blasen hier. Halt ihn so, genau, weil der das gibt dann gleichmäßiger Blasen. Aber weil du es bist, einer einmal 10 cm zu mitnehmen. Perfekt. Während sich die einen mit dem Gras abmühen, schnitzen andere Holznägel für die Befestigung. Die Arbeitsteilung gerät in Schieflage.
Problem ist, dass der Enthusiasmus, Stöckchen zu schnitzen, deutlich größer ist, als jetzt hier Rasen mit der Hand auszustechen. Wir werden nachher wahrscheinlich Stöckchen haben, die also viel zu viel Stöckchen, aber noch nicht genug Erde dran. Ach. Hier, selbstgebaute Nägel. Vorne spitz, hinten spitz. Passt. Doch am Ende vereint der Stolz aufs eigene Werk die Häuslebauer. Hans hat erzählt, die haben eins gebaut, vor einigen Jahren. Das war so stabil, das haben sie stehen lassen. Und da hat sich dann über die Jahre immer mehr so ein bisschen Erde angehäuft. Und das wurde dann quasi zum Hügel, komplett überwachsen. Irgendwann standen die Kühe drauf. Ja, hat gehalten. Das Ding, wenn du damit Schwung mit dem Auto gegenfährst, ist dein Auto platt. Und das Ding steht noch. Wahnsinn. So, so, Kühe und Autos, das wollen wir doch mal sehen. Luise bereitet schon mal das Essen vor. Nussbrot, Mehl, Backpulver und Nüsse gehören laut Toni zur Grundausstattung in der Wildnis. Wir haben Hunger gleich. Also sagen wir mal in einer Stunde fängt das Grummeln wieder an, das Bauchgrummeln. Und da muss Essen auf dem Tisch. 70 Jahre Emanzipation, hier verpuffen sie im Lagerfeuerrauch. Trotz alles Feminismus und trotz aller Emanzipation, ich bin ziemlich zufrieden mit der Aufgabe, weil die Jungs müssen die ganze Zeit ganz, ganz schwere Baumstämme schleppen und das Häuschen bauen für uns. Und da will ich nie so richtig mitmachen. Ich schaffe das auch gar nicht. Und dann bin ich mit Suppe kochen und Feuerchen machen und Kaffee kochen und aufräumen und gucken, dass alles in Ordnung ist, dass die Jungs versorgt sind. Da bin ich ziemlich zufrieden mit. Sven, Kommando zurück, Notfall. Die Hütte ist zusammengebrochen. Was? Müssen alle unterstützen. Ach du Scheiße. Wir haben zu gut getroffen. Die Hütte ist zusammengebrochen. Die ganze Seite eingestürzt und weder Autos noch Kühe in Sicht. Tja, Pfusch am Bau gibt's eben auch im Wald. Aber wo war der Fehler? Das war die Auflageseite. Ja. Du siehst es doch. Ja. Ja gut, das aber das ist sogar dem Ingenieur zu schwer. Weil du siehst doch hier genau, wo komm, wir. Jetzt lass uns nicht den Grund aussuchen, sondern uns fertig machen. Ja. Ich hab's nur gehört, ich stand auf der anderen Seite. Und plötzlich macht's halt rumpel, rumpel, rumpel und alles lag unten. Okay, räumen wir es erstmal raus. Wir müssen erstmal alle Stangen weg. Also alles nochmal von vorne. Niemals, niemals. Toni ist fassungslos. Das ist sowas wie irre. Im Norden Kanadas wäre das jetzt der sichere Tod. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ich könnte kotzen, ehrlich, aber ich fühle mich langsam nicht mehr verantwortlich. Ein ganzer Tag Arbeit. Umsonst. Wann waren wir damit fertig? Vor 3-4 Stunden. Also 4 Stunden hat's gehalten. Bis dahin ist gut, wenn man sich nach 4 Stunden an die erste Feuerwache legt. Der Traum von einer warmen und trockenen Nacht im Tipi zerplatzt. Bleibt nur die Suppe zum Aufwärmen. Schöne Suppe mit so ein bisschen Rehressen. Sehr lecker. Schön heiß. Tut gut. Es ist nicht kalt. Es ist nur in deinem Kopf. Ich denke die ganze Zeit einfach nur, ich bin eine heiße Kartoffelsuppe. Ich bin eine heiße Kartoffelsuppe. Dann wird dir warm. Sonst muss ich sagen, gab es heute im Laufe des Tages so einige Stellen, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Ja. Aber es ging trotzdem weiter. Heute ist Waschtag. Ja, super. Das ist ja warm. Modell-Survival-Dusche. Regencapes als Vorhang und als Boiler ein Beutel mit heißem Wasser. Für Warmduscher wie Sven. Ich habe richtig Angst, dass es jetzt stoppt. Irgendwann. Das reicht noch, ne? Ja? Na super. Einer muss es immer halten. Das wird nur an so einer Schnur. Hängt das da oben drüber? Nee. Bitte nicht gucken, Luise. Nein. Raus mit dir. Ich mach schon. Rein mit dir in die Hütte. Danke, Luise. Ja, kein Problem. Ach übrigens, falls sich jetzt jemand fragt, wo in diesem Bad das Klo ist. Frisch geduscht sieht die Welt viel besser aus, auch in der Wildnis. Der Tag wird gut. Die Sonne kommt, ich bleib. Jetzt da hinten so eine Eisbude. Ne? Irgendwann ist auch so eine Art inneres Bergfest, wenn du weißt, was
Schlimmste überstanden. Gleich das Wasser fertig. Dann gibt es noch was zu trinken. Und dann wird alles gut. Die Stimmung ist auch heute viel besser. Merkt man, also weil das Schwierigste doch überstanden ist. Und das ist gut. Die Leute sind entspannt. Nur Entspannung ist für Toni ein Fremdwort. Gemächlich, aber zielstrebig. Heute auf dem Stundenplan, wie erlege ich ein Wildschwein? Erst die Theorie. An der Oberseite dieser Stange habe ich ein Messer angebunden. Ziemlich fest und ziemlich solide. Und zwar wird diese Waffe nicht horizontal an das Wild herangetragen oder herangebracht, sondern man lässt sie aus der Senkrechten auf das Wild fallen. Ja, ob ich das jetzt könnte? Also ich habe das Messer. Und ich weiß, wie man es macht, also eigentlich schon. Ja. Wenn ich auf den Baum komme, dann schaffe ich es. Ja. Das Problem ist halt, so lange auf dem Baum auszuharren, bis dann wirklich die Sau oder das Reh unten drunter herläuft. Ja, das muss man natürlich dann zur Nachtzeit. Ne? Man muss zur Nachtzeit auf den Baum, damit man die Morgendämmerung ausnutzt. Denn meistens in der Morgendämmerung sind diese Wildwechsel begangen. Und wenn man eine Stunde vorher da oben Platz genommen hat, dann hat man sich auch etwas eingerichtet. Und mit der Zielsetzung oder mit der Aussicht, nachher über 30 Kilo Fleisch zu verfügen, mein Gott, dann harre ich gerne aus. Ist gut, nicht höher. Jetzt die Praxis. Lang ausharren nicht nötig. Die Jagd ist eröffnet. Vorsicht da unten, Dirk. Zieh. Perfekt. Gut, das ist schon gut, das ist schon gut. Das ist schon gut. Vorstellen, das bremst, das schmerzt. Das Tier wäre hier schon tot. Schneller und bequemer geht's mit dem Bringdienst vom Forstamt. Eigentlich hätten sie doch selbst ein Schwein erlegen können. Dürfen sie aber nicht, ohne Jagdschein. Rechtlich halt nicht. Dazu gehört der übergesetzliche Notstand. Naja, wenigstens ein bisschen Jäger spielen. Das geht. Auch ohne übergesetzlichen Notstand. Hier müsste eigentlich einer links ziehen und einer rechts ziehen und dann muss geschnitten werden. Ja, jeder, der es wirklich kann, der lacht sich natürlich dabei kaputt, wenn er uns hier sieht. Loslassen, steht das alles? Wildschwein am Spieß. Wie war das nochmal in diesem kleinen gallischen Dorf? Die spinnen die Männer. Wie die Wilden. Dem muss Luise etwas Kultur entgegensetzen. Körperkultur. Nee, scheint doch nicht zu gehen. Also ich versuche gerade mit dem Beil meine Beine zu rasieren. Ich bin ja auch nur eine Frau. Sven zieht um, vom Lager unter freiem Himmel ins Tipi. Endlich. Die Jungs haben es dann doch noch hingekriegt. Diesmal hoffentlich stabil. Die erste Nacht hier in der Hütte. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Das Dach ist auf jeden Fall sehr niedrig. Ich habe mir schon dreimal den Kopf gestoßen. Aber es ist super warm. Böses Erwachen. Alles ist nass. Die Jacke, der Schlafsack, Sven. Wenn man da hinguckt, da siehst du, die ganzen Baumstämme sind auch immer noch total nass. Also das war ja alles total durchnässt. Und von oben kam auch noch Wasser. Hier sieht man auch noch Stellen. Also da hat es richtig durchgetropft. Und mein Schlafsack, der war pitschnass. Alles war nass. Mein Kopf war nass. Ich bin hier, ich dachte, ich schlafe im Teich. Also es war schrecklich. Alle haben Kopfschmerzen, alle sind krank. Lagerkoller. Da hilft nur raus aus dem Camp. Ein strammer Marsch und es geht bergauf. Auf den Kletterfelsen. Wir üben als erstes, als eine Art, sagen wir mal, Selbstüberwindungsdisziplin, eine Abseilaktion an einer relativ hohen Wand. Hier geht es darum, Erkenntnisse motorisch umzusetzen. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, es müssen harmonische Abläufe sein, ansonsten kommt der Mensch tatsächlich ins Straucheln. Und das kann dann mit Abschürfungen oder Knochenbrüchen oder Schlimmerem enden. Hier 30 Meter steil nach unten hier.
Unten aufpassen, bitte. Oh. Mist. Mist, Mist, Mist. Such mit deinem Fuß. Ja, halt. Okay. Rechts vorbei. Rechts? Wo ist nochmal rechts? Ist doch härter als gedacht. Hab mir oben die Hand aufgeschlagen. Oh, wenn das mal keine Blutvergiftung gibt. Ich bin abgerutscht am Felsen und dann mit dem Seil einfach nach links irgendwie gekippt. Ja, also in dem Augenblick hatte ich schon echt Angst. Ich dachte, oh, jetzt schlägt es mich irgendwie gegen den Felsen. Also versuchst du nur noch schnell das Gleichgewicht zu halten, irgendwie die Balance und dann dich irgendwo festzuhalten. Ja, weiter runtergefallen wärst du nicht. Wir haben unten direkt stramm gezogen. Aber es ist halt scharfkantig. Es ist nicht so ganz ohne, wie wir gesagt haben. Ne? Ja. Aber kann man sehen, es kann schon was passieren. Ne? Mission erfüllt. So, an sich geht's dir gut? Ja. Jetzt bin ich nur so Adrenalin. Ja, ja. Falls dir schwummerig werden sollte, sagst du Bescheid, dann setzen wir dich hin. Jetzt mal ehrlich, also, okay. Könnte Sven überleben, ganz alleine in der Wildnis? Sven muss an die Hand genommen werden. Sven hat bis jetzt überhaupt gerne Ambitionen gehabt, was Outdoor-Leben anbetrifft. Und Sven minimiert die Risiken gerne, aber mein Gott noch, das war bis heute nie sein Metier. Und ich weiß nicht, was werden würde, wenn er sich weiter damit auseinandersetzt. Also überleben ja, solange der Jäger jeden Abend das Fleisch bringt. Diesmal gibt's zum Abschied einen Hasen. Und hochprozentiges. Der letzte Abend, statt nass kalt, feucht fröhlich. Also, zum Wohl, zum Wohl, allgemein. Ich möchte volles Verständnis für haben. Ich bin schon froh, dass der letzte Tag ist. Jetzt brauche ich mal eine warme Dusche und vielleicht ein Frühstück mit Eiern. Was mir so gut gefallen hat hier, das war an für sich diese Kumpanei, die sich hier entwickelt hat. Letzte Worte vom Chef. Das tägliche Leben da draußen, das ruft uns zurück. Insofern Horrido und wir sehen uns hundertprozentig wieder. Danke. Ich danke. Ich danke sehr. Ich finde es auch irgendwo schade, dass alle immer geredet haben, ja, wenn das hier vorbei ist, wenn das hier vorbei ist. Jetzt ist es vorbei und ich würde am liebsten noch hier bleiben. Also es ist irgendwo traurig, dass ich weg muss. Ich habe eine Menge gelernt. Und trotzdem, dass ich schon vieles vorher wusste, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man machen sollte. Also ich könnte, glaube ich, ein paar Tage jetzt alleine im Wald überleben. Ja, klar. Ich weiß, wie man Feuer macht. Mit dem Feuerzeug. Weiß, wie man sich was zu essen macht. Und ich glaube, ich könnte mir sogar ein Wildschwein fangen. Angeber. Das war eine echte Grenzerfahrung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit gehen kann. Ich weiß jetzt ungefähr, was ich nicht aushalte und was ich gut kann. Ich bin aber froh, dass es jetzt vorbei ist und freue mich auf ein Wannenbad. Also nix wie weg. Ich würde sagen, die nächste Tour machen wir im Mittelmeer, oder? Das hört sich gut an. Ja. Dann komme ich auch zwei Wochen. Du hast dich echt gut gesteigert. Sollen die anderen doch die Wildnis bis zur letzten Sekunde auskosten. Kurz wieder mit dabei. Sven hat seine Lektion gelernt. Und was das Wichtigste ist, er hat überlebt. Yeehaw! Yeehaw!